Hey Mädels, ich drehe heute zusammen ein Video mit der lieben The Beauty to Go. Unser Motto ist quasi Engelchen und Teufelchen. Das heißt, ich zeige euch einen Engelchen-Look, der sehr hell, rosa, mädchenhaft ist, alltagstauglich, ihr wisst schon, was ich meine. Und ihr Look ist halt sehr dunkel, edgy. Wir zeigen euch dazu einmal das Make-up, dann die Haare und das Outfit. Ihr Video ist am Ende von meinem verlinkt und natürlich noch einmal in der Infobox. Und ja, viel Spaß bei unseren Videos. Ich beginne mit Concealer. Ich benutze den Match Perfection Concealer von Rimmel und trage ihn unter meinen Augen auf. Auf Foundation verzichte ich, weil meine Haut einigermaßen gut ist und es soll ja alltagstauglich sein. Dann benutze ich die Eyeshadow Base von Zu Eva und trage sie auf mein Augenlid auf. Und das ist wichtig, weil wir mit Lidschatten arbeiten werden. Und zwar nehme ich die Sleek, die Original Palette und nehme erstmal so einen goldenen Lidschatten. Trage ihn mit meinen Fingern auf, damit es möglichst schnell geht, was morgens wichtig ist. Und auch natürlich aussieht. Das trage ich dann die vordere Hälfte von meinem Augenlid auf. Dann gehe ich in diesen rosanen Ton und trage den dann aber mit einem Pinsel in die andere Hälfte von meinem Augenlid auf, also die hintere. Und dann gehe ich in diesen eher peachigen Ton, der aber sehr dunkel auf dem Lid rauskommt, finde ich total faszinierend. Und den trage ich dann bei meinem äußeren Augenwinkel auf. So. Und jo, weiter machen wir dann mit so einem braunen Lidschatten, den ich zum Verblenden nutze von dem Ganzen. Und den trage ich dann ja so auf, um auch so ein bisschen meine Lidfalte zu betonen. Weiter geht's mit einem helllilanen Lidschatten, den ich an meinem unteren Wimpernkranz auftrage, aber nur vorne. Und diesen türkisen Ton an meinem hinteren Ende von dem Wimpernkranz. Das ist aber auch absolut optional, je nach eurer Augenfarbe oder ja, ob es euer Geschmack ist. Als nächstes benutze ich den Essence Gel Eyeliner mit meinem Rival de Loop Gel Eyeliner Pinsel und damit ziehe ich mir einen relativ feinen Lidstrich, der eben noch natürlich und mädchenhaft aussieht und ich mache mir auch noch so einen kleinen Wing, weil ich das persönlich sehr, sehr schön finde. Und dann trage ich mir auch noch falsche Wimpern auf. Das ist aber absolut optional, weil es ja eben eher alltagstauglich sein sollte. Aber ich wollte euch einfach den Effekt zeigen mit meinen falschen Wimpern. Nicht wundern, der Wimpernkleber ist noch nicht getrocknet. Das hat die weißen Punkte. Den Bronzer trage ich auf und Highlighter auf der Nase, im Lippenherz, im inneren Augenwinkel und auch unter der Augenbraue. Und für Blush benutze ich einen hellrosanen Lidschatten aus einer Lenka Cosmetics Palette. Und den trage ich gut auf meine Wangen auf, weil was ist nicht mädchenhafter als wunderschön rosarote Wangen? Da könnt ihr auch ruhig ein bisschen overblushen. Auf meine Lippen gebe ich einen Lipgloss, der sehr hell ist und gold schimmert. Als Mascara benutze ich die Essence I Heart oder I Love Extreme Mascara. Und ja, das ist dann auch schon der fertige Look. So sieht's aus. Ich hoffe, euch gefällt schon mal der Make-up-Look. Dann geht's auch schon weiter mit den Haaren. Und zwar habe ich mir erstmal so eine dicke Strähne abgetrennt, um mir dann davon viele kleine abzutrennen, bis ich endlich mal eine kleine Strähne hatte, mit der ich zufrieden war. Und die habe ich mir dann angefangen so zu kordeln, also ganz normal einzudrehen. Da bin ich leider etwas aus dem Bild gerutscht, aber ich denke, ihr wisst alle, wie man sich Haare eindreht. Und nicht wundern, ich weiß, mein Ansatz ist etwas fett, aber der wird nachgefärbt. Und ja, dann habe ich mir das eben so eingedreht. Als schöne Verzierung habe ich mir dann noch eine Blume da reingesteckt, die seht ihr jetzt. Und die habe ich bei Claire's gekauft. Die hat, glaube ich, 5 Euro gekostet, das waren aber dann 2 Blumen, die aber genau gleich aussahen. Und die Haare sind halt relativ offen dadurch, sehen aber mädchenhaft aus und das gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Die Blume passt wunderbar zu meinem Outfit und zwar zu dem Oberteil, was ich hier trage. Das ist von New Yorker, hat hinten einen Herzausschnitt und meine Hose ist von Primark. Genauso wie meine Schuhe, die eben so ein Blümchenmuster haben, was ich sehr, sehr hübsch finde. Das Oberteil ist folgendermaßen geschnitten, also so, dass es quasi wie so ein kleines Röckchen hat. Das hat nur 2,95 Euro gekostet.
Ja, ich weiß, Schnäppchenjäger. Und das nochmal das Outfit im Ganzen. Ich finde es so ganz schön und wirklich sehr lässig und bequem. Wenn ihr jetzt auf diesen Videoausschnitt hier klickt, dann kommt ihr zu dem Video von der lieben The Beauty To Go. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Video zu drehen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Passt auf euch auf und ja, ich wünsche euch dann noch einen wundervollen Tag.